Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team in Paxis. Ich habe mir ein Tutorial-Video zum Verteidigen angeschaut und mit Zip eroberst du die Spitze. Verschaff dir mit exklusiven Stars- und Blickpunkt-Spielern Zip einen Vorteil. Bis jetzt, bis 9. Oktober im Set erhältlich. Ja, das ist ein Once to Watch, oder? Ja. Genau, ich habe mir ein Verteidigungstutorial angeguckt und hoffe, dass ich deswegen dadurch jetzt quasi besser verteidigen kann. Ich überlege gerade, wie ich am besten das erkläre. Also im Endeffekt geht es einfach darum, dass man logischerweise nicht mehr so wie in FIFA 17 verteidigen darf, sondern dass man sehr abwartend verteidigen muss und nicht mehr oder nur noch in ganz, ganz wenigen und seltenen Fällen aggressiv auf den Ballführer geht. Das macht man nur noch ganz selten. Man versucht eher, die Laufwege zuzustellen, vor allem den guten Pass zu verhindern, also den Passweg zum Stürmer zustellen etc. Das sind eher so die Sachen, die man macht und nicht mehr das aggressive Draufgehen auf den Gegner. Man arbeitet viel mit der L2-Taste. Auf der Xbox müsste das LT sein, also mit der linken unteren Schultertaste. Ich habe übrigens zwei neue Trikots. Das ist mein Heimtrikot. Genau. Hell. Ich habe mir gedacht, muss ja nicht direkt komplett weiß sein, aber wenn es sehr hell ist, dann weiß ich ja, okay, du hast weiß auf dem Radar. Und auswärts ist dann logischerweise das gleiche Trikot von der Mannschaft. Ein Auswärtstrikot. So, kein wirklich gutes Team. Mit drei Bronzespielern, vor allem mit Bronze-Torhüter, das ist schon mal nice. Keine volle Chemie, aber viele Spanier. Und schauen wir mal. Ja, man arbeitet also viel mit dem L2 verteidigen und ja, wir gucken einfach mal, wie ich das umsetzen kann. Es ist jetzt quasi das erste Spiel mit der neuen Information, die ich habe. Und ja, das war dumm von mir, hätte ich eher spielen müssen. Ja, genau, man versucht halt jetzt eher, ich sag mal, wie im realen Leben zu verteidigen. Da ist es ja auch mehr so ein abwartendes Verteidigen im echten Fußball. Deswegen ist die Verteidigung wahrscheinlich realistischer geworden. Und ja, Angriff, da muss man sich auch natürlich auch noch reinfitzen, aber ich will jetzt vor allem versuchen, erstmal meine Abwehrleistung zu verbessern. Schließlich. Sehr schön. Schade. Im Mittelfeld, wenn man halt viele Spiele hinterm Ball hat, kann man auch mal aggressiv drauf gehen, wenn sie es anbietet. Ja, da hätte ich eher jetzt den Passweg dazulaufen müssen. Aber im Großen und Ganzen versucht man einfach sehr abwartend zu verteidigen. Es war schon wieder ein Fehler. Ich habe es noch ausgeglichen, es war schon wieder ein Fehler von mir. Ich bin schon wieder in eine Richtung gelaufen, dadurch konnte der Gegner. Dadurch konnte der Gegner super simpel mich aussteigen lassen. Ich hätte einfach zwischen Tor und dem Spieler stehen bleiben müssen. Aber wie gesagt, das ist jetzt das erste Spiel, wo ich das versuche umzusetzen. Also das ist natürlich klar, dass es jetzt eine Lernphase ist und ich erstmal brauche, bevor ich das umsetzen kann, so wie ich mir das vorstelle oder so wie das in dem Video empfohlen wurde. Vielleicht schaut mir das Tutorial auch nochmal an. Es ist halt ein relativ langes Tutorial, geht 40 Minuten oder so, aber es ist halt wirklich gut gemacht, sehr hilfreich. Ich hab Pech gehabt. Schade. Doppelt schade. Okay. Ja, das Problem ist natürlich, dadurch, dass ich mich zu sehr auf die Verteidigung konzentriere, geht jetzt ein bisschen mein Angriff wahrscheinlich erstmal unter, aber es ist halt einfach viel wichtiger, dass man in der Verteidigung solider wird und um den Angriff, um meinen Sturm kümmere ich mich dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt solider in der Verteidigung bin. Außerdem. Was war denn das für ein merkwürdiger Laufpass? Ah, sehr schön.
Eigentlich eine schöne Drehung mit Arrangis, aber es hat nicht gereicht. Eigentlich gut abgefangen von Gibbermann. Das Schwierige bei diesem abwartenden Verteidigen ist halt, dass man halt sehr schnell auf den richtigen Spieler wechseln muss, um halt die Einspielstation der Gegner oder des Gegners zuzulaufen. Das ist halt wirklich komplizierter. Also es ist wirklich deutlich schwieriger als. Es ist auch einfach anstrengender. Also man muss halt viel konzentrierter spielen. Das war doch mal nicht schlecht ausgespielt. Die Schusstäuschung dann nochmal. Aber wie gesagt, Schusstäuschung, das spielt mir natürlich komplett in die Karten, weil. Weil ich gerne mit Schusstäuschungen gearbeitet habe. Und die. Es gibt erstens eine neue Schusstäuschung, die macht der Spieler dann, wenn man quasi 180 Grad die Richtung wechselt. Dann macht er eine andere Schusstäuschung, die auch sehr effektiv ist. Und generell sind die Schusstäuschungen halt meiner Meinung nach leichter geworden und schöner geworden in dem FIFA. Das war gerade schön rausgespielt mit Kruse dann durch die Schusstäuschung. Konnte Kostic sich ja. Das war diesmal gut gemacht. Mit dem Einspieler halt versucht die Einspielstation, also den rennenden Stürmer quasi zu decken. Und da war dass Subotic noch da war, ist es dann in Subotic reingelaufen. Also ich kann jetzt, ich kann und will jetzt auch nicht alles erklären, was der in dem Tutorial erzählt hat. Das könnt ihr euch selber anschauen. Ich glaube, wenn ihr einfach nach. Schade. Wenn ihr einfach nach Verteidigungstutorial sucht auf YouTube, FIFA 18 Deutsch, dann müsste das gefunden werden. Wie gesagt, geht 40 Minuten das Video. Schade. Wieder nicht gut gemacht von mir, hat mir nicht gefallen, wie ich das mit Subotic gelöst habe. Bin wieder zu aggressiv draufgegangen. Es ist halt sehr, sehr schwierig, das erstmal komplett in den Kopf reinzubekommen, dass man vor allem mit den Verteidigern, mit den Innenverteidigern dann hinten bleibt. Schade. Und. Wo ist der Ball? Oh, ich habe den Ball nicht mehr gesehen. Man erstmal hinten bleibt und nicht auf den Spieler drauf rennt. Das ist halt ja nicht so einfach. Ah, ich wollte einen flachen Schuss ins lange Eck machen. Hätte halt straffer sein müssen. Sehr schön antizipiert, aber ohne Scheiß, das ist so viel anstrengender, das ist so viel schwieriger, das so zu verteidigen. Man muss halt sich viel mehr konzentrieren, finde ich zumindest. Oh, ist sogar noch frei. Ah, schade. Oh, es gibt eine Ecke. Oh Gott, ich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich dann, dass man das dann ja auch so logischerweise in der Weekend League verteidigen muss. Oh Gott, die. Oh Gott. Da muss man ja so schon mega konzentriert spielen. War gar kein so schlechter Schuss von unserem Innenverteidiger. Da muss man ja so schon mega konzentriert spielen. Und dann jetzt noch konzentrierter quasi, vor allem halt in der Abwehr. Aber zur Zeit habe ich zu null gespielt. Ah ja, und derjenige, von dem das Video ist, das ist glaube ich ein Top 100 Spieler, also der hat es richtig drauf. Und selbst der sagt, dass er momentan im Regelfall zwischen 1 und 2 Gegentore frisst pro Spiel. Also der hat zwar trotzdem eine Statistik von 38 Siegen und nur 4 Niederlagen, aber, oh, das war Glück. Aber der sagt halt, dass er im Durchschnitt 1 bis 2 Gegentore pro Spiel frisst. Das zeigt halt nur, wie ultra schwer das Verteidigen ist. Wenn ein Top 100 Spieler mit einer Statistik von 38 Siegen zu 4 Niederlagen trotzdem im Durchschnitt 1 bis 2 Gegentore frisst, also das ist unglaublich.
Wenn da Kruse hinfällt, gibt es vielleicht den Elfmeter. Ah, das hätte ich eher antizipieren müssen. Sehr gut. Mit Schmiedebach. Das war dumm von mir. Wenn jetzt ein Tor wird, ist es meine Schuld. Ja, meine Schuld. War einfach richtig beschissen rausgespielt. Ich habe es selber nochmal gefährlich gemacht und schenke ihnen dann dadurch das Tor. Schade. Ich hätte das Spiel schon gerne gewonnen. Ich meine, wir haben noch Zeit. Und wir haben jetzt auch nicht Torchancen en masse gehabt. Gut geblockt. Ihr merkt auch, dass ich teilweise wirklich wenig rede, einfach weil es so anstrengend ist zu verteidigen. Ja, hätte ich eher abbrechen müssen. Ja, da war ich eigentlich da, da war ich eigentlich da. Oh, bam! Endlich das erste Tor mit Kruse. Und ein schönes erstes Tor mit Kruse. Mit dem starken Linken ins lange Eck. Und es war auch gut rausgespielt, würde ich sagen. Oh, da hat er sogar bedrängt es geschafft, das Tor zu schießen. Nice. Sehr, sehr geil. Boom, 2-1. Und jetzt fressen wir nicht nochmal ein Gegentor. Ich hätte vielleicht auch mal direkt auf defensiv stellen sollen. Jetzt gehe ich mal auf sehr defensiv. Um das Ding hier nach Hause zu fahren. Och, ich hab's doch eigentlich gut geblockt. Oh, das ist halt wahrscheinlich FIFA 18. Und man kann es einfach dann teilweise nicht verteidigen. Oder man steht halt in der Schuss, im Schuss des Gegners drin und es gibt halt trotzdem ein Tor. Das ist natürlich ärgerlich. Meins war halt geil rausgespielt und er, naja, bekommt halt den zweiten Ball und macht dann ein relativ glückliches Tor. Na, war kein Foul. Ach, das ist bitter, ey, wenn das jetzt ein Unentschieden deswegen wird. Das ist echt bitter. Das haben wir schön gemacht mit Kostic. Dann wusste ich nicht mehr, was ich machen soll und dann, ja, habe ich leider den Fehler gemacht. Und das war auch wieder dumm von mir. Dafür war das wieder gut gemacht. Hätte ich besser dribbeln können.
Der macht halt auch so viele Aufbaufehler. Das war kein Foul. Als mein Spieler mal ganz, 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 ganz wenig den Körper reinschiebt, ist es ein Foul und hier wird Kruse komplett umgerissen und es ist keins. Oh, das ist unverdient. Das ist auf jeden Fall unverdient, dass er hier ein 3-2 draus macht. Ach, fuck, Mann. Das erste Gegentor hätten wir halt nicht fressen dürfen. Das haben wir ihm geschenkt. Und die anderen beiden waren einfach glücklich. Wobei das jetzt besser rausgespielt war als das zweite von ihm. Das ist natürlich super ärgerlich. Weil ich war ja definitiv der bessere Spieler. Ging so gut los. Ganze Halbzeit die Null gehalten. Tja, so schnell kann es gehen. Aber ich denke, das wird dann halt aufgrund der Tatsache, dass es halt auch einfach so schwer ist zu verteidigen und es viele, in Anführungsstrichen, einfache Tore gibt, wird das wahrscheinlich einfach ein Problem in FIFA. Ja gut, Problem möchte ich es nicht nennen. Ich sag mal, eine Auffälligkeit werden, dass man halt des Häufigeren mal solche Spiele hat, die man dann einfach so abgibt. Aber wie gesagt, ich darf einfach das erste Gegentor nicht fressen, dann geht das Spiel hier bestimmt auch nicht 3-2 aus. Von daher, was soll's? Kruse wieder meine Vorlage und ein Tor gemacht. Sehr schön. Naja, schade, dass wir jetzt dieses Spiel dann doch noch verloren haben. Aber ich denke, dass dieses neue Verteidigungsverhalten, was ich da spielen möchte, auf jeden Fall Sinn macht und werde es auch versuchen, weiter zu forcieren. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.